Hallo zusammen, ich heiße euch mal wieder herzlich willkommen zu einem brandaktuellen Video und tatsächlich, es ist kein Reload. Heute gehen wir in die tiefsten Abgründe der Zerstörung. Ein Wohnhaus, welches ihr so bestimmt noch nicht gesehen habt. Also bleibt auf jeden Fall eingeschaltet und bis gleich. Wir sind Urbex LE direkt aus Leipzig und unser Weg führte uns diesmal raus aus der Stadt in das südliche Sachsen-Anhalt. Und dort wollten wir uns ursprünglich eine Fabrik anschauen, aber wir haben so günstig geparkt, dass unser Weg erstmal zu Wohnhäusern führte. Und so haben wir an dem Tag gleich 7 Wohnhäuser hintereinander uns angeschaut. Ah, ratzfatz waren 3 Stunden weg. Aber das erste Wohnhaus hatte es wirklich in sich und die Bilder, denke ich, sprechen hier für sich. Es handelt sich um ein Gründerzeitgebäude, welches 4 Etagen hat, aber von den Etagen ist im Prinzip, wie ihr sehen könnt, nichts mehr vorhanden. Es ist alles eingestürzt gewesen und die Bilder und Videos, die wir hier gemacht haben, waren einfach überwältigend. Dennoch muss man hier dazu sagen, es war absolut gefährlich, sich überhaupt hier in dem Gebäude aufzuhalten. Und ich denke auch, dass es ziemlich gefährlich ist, überhaupt sich in der Nähe dieses Gebäudes überhaupt noch zu befinden. Denn man kann hier wirklich von akuter Einsturzgefahr ausgehen. In Leipzig wäre dieses Gebäude vermutlich schon saniert und bestimmt unter Denkmalschutz, aber hier ist kein Denkmalschutz vorhanden, deswegen wird das Gebäude vermutlich abgerissen werden, denke ich mal. Genaueres werden wir wahrscheinlich dann eher in der Zukunft erfahren. Keine Etage war betretbar. Nur das Treppenhaus konnte man bis hoch gehen und selbst das war auf den halben Treppen ziemlich beschädigt. Wir bringen euch jetzt noch ein paar Bilder, dass ihr euch so ein bisschen den Eindruck machen könnt, wie das dort war. Und ich verabschiede mich jetzt schon von diesem kurzen Clip mit eindrucksvollen Bildern und hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wieder hören und sehen. Also bis dahin, macht's gut und ciao.